Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem Wochenauftakt hier beim 13. oder am 13. März. Grüß Sie, Chris Kämmerer. Und wir wollen auf den Markt schauen und heute speziell das Cable unter die Lupe nehmen, das relativ interessant daherkommt, gerade wenn wir uns hier mal den Tagesschart betrachten. Und wir sehen hier eine jüngste Einschätzung, nachdem das Währungspaar hier oben im Bereich 1,2550, 1,2535 abgewiesen wurde. Sehr schönes Widerstandslevel mit diesem, ja, man kann schon fast sagen, bearish engulfing Pattern, wurde dann auch das eingeleitet, was hier, wie gesagt, mit dem blauen Tendenzpfeil zur letzten Analyse erwartet wurde. Eben, dass wir hier in diese Unterstützungszone nochmal reinlaufen. Ganz grandios wäre natürlich nochmal ein Test der Marke von 1,20. Großes, großes, interessantes Level. Dazu hier mal das Big Picture für Sie. Bis in die 80er Jahre zurück. Monatschartintervall, sehr, sehr großes Bild. Übergeordneter Abwärtstrend hier seit dem Millennium mehr oder weniger ging es zwar hier nochmal sehr, sehr schön nach oben, inklusive dessen, was eben der Euro auch vollzog vor der Finanzmarktkrise oder Ausbruch der Finanzmarktkrise. Und dann gab es ja hier eben sozusagen den Riesensell-off und wir bewegen uns hier in einem weiteren Impuls gen Süden, der sich hier sozusagen unlängst fortsetzte im letzten Jahr mit dem Brexit und dergleichen. Die Marke von 1,20 wurde schon seit langer, langer Zeit anvisiert und genau da sind wir eben schon zweimal dran abgeprallt. Jetzt sehen wir hier den aktuellen Handelsmonat, März, ja, hier. Und das deutet sich vielleicht an, dass wir nochmal dieses Level antesten. Das würde dann ergo möglicherweise für einen Dreifachboden sprechen, wäre in jedem Falle sehr, sehr interessant. Ergo wurde auch hier geliebäugelt mit einem Euro-US-Dollar im Bereich der Parität. Darauf warten wir im Prinzip noch. Das initiiert natürlich hier eine Dollarstärke, die im Kontext dessen das britische Pfund auch deutlich unter 1,20 drücken könnte, in der Relation dessen, dass wir hier knapp 200 Pips weg sind, beim Euro ja dann doch immer schon knapp 700 Pips von den eigentlichen Zielmarken weg sind. Ja, es bleibt gespannt zu beobachten. Also 1,20 beim britischen Pfund, wie gesagt, unverändert ein Level der Aufmerksamkeit. Und hier, wie gesagt, jetzt die Annahme, dass wir, wenn wir hier bei dem vorgeschalteten Unterstützungslevel 1,2120 rund eben landen, dass es sich hier jetzt um einen Erholungsimpuls handeln könnte. Das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Inklusive wird dieses Setup vom saisonalen Muster getragen. Wir sehen hier den Märzverlauf grundsätzlich bullisch bis in den April hinein. Gehen wir mal ein Stück weiter und schauen mal, was dann praktisch die nachfolgenden 20 Tage machen. Und wir sehen hier volatil, wenngleich, aber eine generelle Aufwärtstendenz rein vom saisonalen Bias her. Heißt eigentlich so, wenn wir keine neuen Tiefs unterhalb des Wochentiefs der vergangenen Woche machen, spricht eigentlich viel dafür, dass wir hier einen Erholungsimpuls sehen. Dieser dürfte in einem ersten Bewegungs Move in Richtung 1,2410 etwa führen. Diese Horizontalzone scheint mir hier erstrebenswert. Dann Rücksetzer und dann die entscheidende Attacke hier auf 1,2550 rund. Da wird sich dann, wie gesagt, entscheiden müssen, meines Erachtens, ob es weiter nach oben geht. Das kann man jetzt sozusagen noch nicht wirklich hundertprozentig unterstreichen, ob er hier nach oben auftritt. Wie gesagt, mir käme es eigentlich ganz gut vor, wenn wir nochmal die 1,20 testen. Möglicherweise auch jetzt hier vorab schon mal nach unten laufen. Kann sich, wie gesagt, alles noch ein Stück weit hinziehen. Aber je breiter so eine Bodenbildung verläuft, desto sinnhafter und auch ausgedehnter dann die nachfolgende Erholungsbewegung. Also vom Bias her hier einfach mal abwarten, was passiert. Gegebenenfalls könnte es dann doch nochmals im weiteren Frühjahrsverlauf hier zurücksetzen und bis 1,20 kommen. Aber kurzfristig sieht das Bild, wie gesagt, mal gar nicht schlecht aus. Machen wir allerdings neue Wochentiefs und ja, unterschreiten speziell die Marke von 1,20, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier 1,21, sorry, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir die 1,20 nochmal antesten und dann geht es eben wirklich darum, wird dieses Level verteidigt oder nicht. Bleibt aber aktuell Szenario B. Kurzfristig, wie gesagt, hier eher die Chancen auf der Oberseite. Das nächste Level oberhalb von 1,2550 rund wäre diese Widerstandszone 1,29, ganz entscheidendes Level, hochinteressant. Da müsste man dann wirklich nochmal ins Kalkül gehen, wie die weitere Lage dann sozusagen hier aussieht. Bleibt, wie gesagt, spannend zu beobachten, aber wir werden es verfolgen und in jedem Fall auch hier sozusagen weiter in den Fokus nehmen. Gut, dann schauen wir nochmal in den Intraday-Chart, was das Cable sozusagen hier zu leisten hat. Wir sind heute, wie gesagt, ja schon ein Stück weit gelaufen, relativ bullisch unterwegs, sehen wir auch hier jetzt an den Stundenkerzen. Das britische Pfund hat aktuell, jetzt muss ich kurz spicken, schon 84 Pips zurückgelegt. Die Daily Range im Prinzip abgearbeitet. Wir bewegen uns im Schnitt so zwischen 60 bis 70 Pips. Da sind wir heute schon deutlich drüber.
Das sind genau die Bewegungen, die dann praktisch die große Frage aufrufen, ob jetzt am Montag überhaupt noch was geht, weil wir, wie gesagt, einen großen Erholungsimpuls gesehen haben. Da müssen wir einfach mal abwarten, was passiert. Grundsätzlich, das gäbe jetzt hier auch in dem Stundenbereich in einer Zone, wo eine Konsolidierung Einzug halten könnte. Das sehen wir hier sehr schön, 1,2250. Gerade im Stundenbereich schön zu lokalisieren und zu identifizieren. Unterhalb dieser Zone, also gerade der Tageshochs heute, und weil wir auch schon relativ stark nach oben ausgebrochen sind, scheint mir hier die Luft jetzt erstmal dünn und raus, dürfte hier auf den Montag bezogen wohl eher in einem Konsolidierungsmodus enden. Der Montag ja ohnehin am Forex-Markt immer ein Stück weit mit Vorsicht zu betrachten, da hier die Big Banks sich sozusagen orientieren. Und wir haben heute zwar noch eine Rede von Mr. Draghi zu erwarten, heute hier am 13.03.14:30 Uhr, aber letzte Woche gab es ja hier da schon genug Furore, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass hier die EZB möglicherweise neben der weiteren Reduzierung von Anleiheaufkäufen eben auch doch schon mit einer Zinsgeschichte daherkam, nach dem Motto, so lange werden wir doch nicht im Nirvana der Niedrigzinsen verbleiben. Bleibt spannend. Aber erlauben Sie mir noch den Hinweis, liebe Zuschauer, die Brokerwahl steht wieder an, 2017. JFD Brokers natürlich hier wieder mit dabei. Stimmen Sie ab, und Sie wissen, JFD hat hier eine ganz große Besonderheit im Zuge dessen, dass wir hier natürlich nicht nur Transparenz kommunizieren, sondern wir selbst sind natürlich hier der Gradmesser schlechthin in Sachen Transparenz. Und ja, die Brokerwahl diesmal wird auch hier mit diversen Preisen gekürt. Also wer da Lust hat, sollte sich hier in jedem Falle mal anmelden. Wie gesagt, kostenfrei, dauert keine 2 Minuten, dann hat man das bewerkstelligt. Und wenn Sie uns hier natürlich Ihre Stimme geben, würde uns das auch weiterhelfen, nach oben zu laufen, um hier sozusagen einen weiteren Schritt auf den Weg zu einer weiteren Steigerung unserer Präsenz zu leisten. Brokerwahl, wie gesagt, schauen Sie da mal rum. Preisen gibt es auch zu abzufassen. Insofern eine ganz, ganz tolle Geschichte. So, dann wären wir im Prinzip auch schon beim Ende der heutigen Sendung so gut wie. Heute mal, wie gesagt, zum Wochenauftakt das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Seien Sie gewappnet. Im Bereich 1,20, 1,21, 20 eben könnte es ganz interessant sein. Kurzfristig sieht es aber mehr nach einem Erholungsmodus aus. Und da werden wir mal ganz genau hinschauen müssen, wie das hier jetzt letztlich weitergeht. Also, kommen Sie gut in die Woche. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine erfolgreiche Handelswoche. Wenn Sie mögen, hören wir uns spätestens morgen schon wieder beim nächsten JFD-Devisenradar und auch natürlich bei einigen anderen Events, die die Woche anstehen. Schauen Sie auf unsere neue Website bzw. auf unsere neu designte Website. Da gibt es auch diese Woche Live-Event, Live-Action am Donnerstag. Wird ein Highlight. Schauen Sie rein. Hier Research und Ausbildung. Da finden Sie unter Events alles, was ansteht. Auch wenn ich mal auswärts unterwegs bin oder unser Team, können Sie dort jederzeit mehr erfahren. Gut, dann sage ich danke an dieser Stelle, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen Good Trades und auf bald, euer Chris Kämmerer. Ciao dabei.